Ja, hi, ist der Petty und ich zeige euch heute die Ibanez AW65ECELG. Komischer Name, ja. Aber die zeige ich euch heute, stellt euch die vor und wir reden mal über die ganzen Specs und wie das Ding klingt. Gut, wir gehen mal auf die Specs ein. Wir fangen ganz oben an. Die Kopfplatte ist relativ ästhetisch. Nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu dick, nicht zu dünn. Die ist vollkommen in Ordnung. Für mein Empfinden, ne? Alles aus meiner Sicht. Wir haben verchromte Mechaniken, No-Name-Mechaniken, zumindest steht hier nichts drauf. Der Sattel könnte aus Knochen sein, wer würde mich für den Preis jetzt aber nicht wundern, wenn es das nicht ist. Wir haben einen NATO-Hals, der kommt dem Mahagoni optisch relativ nah. Wir haben das Griffbrett und den Steg hier unten aus Ovankohl. Und Body und Sage besteht aus Okume. So, das ist ein Furnier. Also jetzt kein Echtholz, ne? Also für den Preis nein. Gut, dann haben wir eine massive Zedern-Decke. Das ist für den Preis schon in Ordnung. Also das finde ich schon ganz cool. Die Rosette hier ist aus Holz angeblich, aber das glaube ich Ihnen einfach mal. Also eine Holzrosette haben wir auch. Dann haben wir die Bridge Pins, sind in schwarz gehalten. Das matcht natürlich sehr schön mit dieser dunklen Bridge hier unten. Und finde ich, also das sieht schon ganz gut aus. Die heißen Ibanez Advantage Bridge Pins oder so. Auf jeden Fall passt das sehr gut zu der schwarzen Brücke hier unten, ne? Also das finde ich vom optischen sehr schön. Außerdem kommt die Gitarre mit einem Tonabnehmersystem und einem Stimmgerät daher. Ihr könnt hier noch Treble, Bass und die Lautstärke einstellen und Tuner an und aus. Und für den guten haben wir hier unten noch ein Batteriefach mit der Klinkenbuchse und nicht wie bei manch anderen, dass es in den Gurtpin hier eingedrückt wird, das Klinkenkabel. Woraus die eigentliche Bridge hier unten ist, also das, wo die Saiten drüber geführt werden, das kann ich euch gar nicht sagen. Das wird wahrscheinlich irgendein synthetisches Zeug sein. Ist, wie gesagt, für 300 Euro, aber eigentlich auch vollkommen egal. Gut, habe ich was vergessen? Nein, habe ich nicht. Ja, aber gut, was noch? Wir haben ein Binding, also sieht zumindest aus wie ein Binding. Ob es lackiert ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir oben und unten ein Binding. Das Griffbrett an sich hat kein Binding, was ich auch gar nicht schlimm finde. Was ich aber wichtig finde zu erwähnen, dass wir für 300 Euro hier ein Gurtpin bekommen. Ne, bei manchen Gitarren, wie bei meiner aktuellen Sigma, da musste ich mir den selber dran machen. Ist für den einen oder anderen vielleicht auch nicht so einfach oder man möchte es einfach nicht in seine neue Gitarre reinbohren. Gut, ansonsten der Übergang vom Griffbrett auf den geleimten Hals hier ist ab Bund 12. Die Gitarre hat ein Cutaway für ein wenig Exzess hier unten. Man kann also weiter runterspielen. Das erlaubt das Cutaway. Und alles in allem finde ich eine sehr ästhetische Gitarre. Ich zeige euch jetzt ein paar Sounds. Wie gesagt, ich brauche Gitarren hier für den ganzen Loop-Quatsch hier und da habe ich andere Ansprüche als jemand, Singer-Songwriter, der nur mit seiner Gitarre auf der Bühne steht. Das heißt, ich brauche nicht diesen super erotischen Klang, sage ich einfach mal. Nichtsdestotrotz sollte die Gitarre auch ohne irgendwelche Effekte gut klingen. Wenn ich mal am Lagerfeuer sitze oder so, fände ich das ja auch ganz schön, wenn die sich gut anhört. Ne? So, also. Wir gehen mal darüber, hinterher kommt ein kleines Fazit und also wie gesagt, das wird jetzt hier nicht zu groß. Für mich sind wichtig, wie klingt die Gitarre bei Akkorden, also klingt sie voll, klingt sie laut und vor allem fressen die Bässe nicht die Höhen. Na, das ist wichtig. Dann werde ich nochmal switchen mit dem Tonabnehmer und dem normalen Sound übers Mikrofon. Ich nehme das alles über dieses Rode NT 1A, was weiß ich, Rode NT1A oder wie das Ding heißt, ab. Darüber hört ihr auch gerade meine Stimme und ja, darüber passiert die ganze Magie.
So, jetzt holen wir uns erstmal einen Beat und dann gucken wir, wie sich das Ganze im Soundfluss anhört. So, jetzt kreieren wir mal unser eigenes Stübchen hier und dann schauen wir mal, wie sich das alles so anhören könnte. Und dann gehe ich auf den Tonabnehmer mal ein.
Ja, das war der Tonabnehmer. Ich hoffe, ihr konntet einen relativ guten Soundeindruck bekommen. So schlecht ist das Mikro ja jetzt nicht. Der Unterschied zwischen Tonabnehmer und normalem Sound ist natürlich ziemlich krass, ne? Ich kann ihn euch jetzt nochmal eben so zeigen. Das ist jetzt das Mikro. Der Sound ist schon ein anderer, hört sich ein wenig anders an, ein bisschen digitaler, logischerweise, ihr nehmt ja nicht mit dem Mikro auf, ne? Gut, also mein Empfinden, der Sound kommt prinzipiell, also diese Tonfülle, Tonhöhe hat natürlich was mit den Tonhölzern zu tun, aber halt auch mit der Bauform der Gitarre. Ne, eine Dreadnought klingt halt schön wumsig, sag ich mal. Aber das Wichtigste ist ja, dass dennoch die dünnen Saiten, ne, also B und E, dass die trotzdem noch mit durchklingen. Ne? Also ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Man spielt zum Beispiel einen richtig fetten Akkord, zum Beispiel das G. Und wenn jetzt die Basssaiten nicht die kleinen verschlucken, finde ich das immer, spricht das für die Gitarre und man kann die mit gutem Gewissen kaufen. Ich finde, sie klingt sehr gut, sie klingt schön obertonreich und für 300 € kann man definitiv nichts falsch machen. Also ist jetzt hier kein gesponsertes Video. Ich habe noch einen Vergleich mit der, einer Hummingbird, meiner OM-Gitarre von Sigma und einer Harley Benton. Den Vergleich packe ich vielleicht mal hier oben irgendwo rein. Das ist aber auch nur, weil ich eine Gitarre für hier brauchte mit Tonabnehmer, damit ich nicht immer mikrofonieren muss. Und ihr seht selber, ich habe hier mal an und aus und an und aus mit dem Mikro gemacht, damit der Tonabnehmer gehört wird. Und das ist für mich halt schwierig, weil dann auch falsche Sounds mal aufgenommen werden, die ich nicht da rein haben möchte. Ne? So ein Plöck, weil man da vors Mikro haut oder was auch immer. Und das ist dafür schwierig. Meine Sigma hat nämlich keinen Tonabnehmer und den hätte ich aber gerne gehabt. Deswegen habe ich mir bei Thomann, kann ich es ja euch sagen, drei Gitarren bestellt und eine davon wird es dann auch werden. Ob es diese hier wird oder welches wird, werde ich wahrscheinlich in dem Video erzählen, wo ich die drei vergleiche. Ja, wie ist denn die Verarbeitung der Gitarre? Die Verarbeitung ist für den Preis relativ gut. Also man sieht natürlich hier oder da den einzelnen Flecken, der irgendwo ist. Also jetzt nicht Fleck in Form von Dreck, sondern von, was weiß ich, unsauber geleimten Hals oder, ne, man sieht was. Wenn man was findet, sieht man immer was, aber ich denke, für 300 € ist das schon vollkommen okay. Da haben die Chinesen, wo sie wahrscheinlich gebaut werden wurde gute Arbeit geleistet. Ist schon in Ordnung. Ja, mit einer 43er Sattelbreite muss man klarkommen. Das ist sehr schmal. Zumindest wenn man so Picking machen möchte, ne? Also so Fingerpicking. Da ist ein breiteres Griffbrett vielleicht nicht verkehrter. Wie gesagt, aber so Strumming-Lagerfeuer-Sachen auch picken kann man hiermit. Aber ich zeige euch in dem anderen Video noch meine Sigma OOM-Gitarre. Die hat einen 44,5 mm Hals und das macht schon einiges aus. Also von dem Komfort des Pickens. Gut. Ansonsten habe ich nichts mehr bei Fragen, Sorgen, Nöten, Anträgen. Einfach an meine E-Mail-Adresse. Oder unter das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin der Patty. Ihr sagt Tschüss, Adios und Goodbye.